Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich möchte euch mal was vorstellen, und zwar Bart. Seht ihr das Bart? Barttunik. Das hatte ich euch ja schon in einem Vorunboxing vorgestellt. Das hat mir ein netter Kollege mitgegeben zum Testen. Und das will ich jetzt mit euch einfach mal zusammen machen. Ihr seht, mein Bart sieht jetzt gerade noch total wüst aus. Bin auch erst vorhin aus der Wanne gekommen. So, er sagt, ich soll einfach ein bisschen was auf die Hände machen. Machen wir. Ein bisschen reiben. Bin mal gespannt. Es soll, man soll vernünftig einreiben und auch die Haut einreiben damit. Soll gegen Jucken gehen und so, wobei mein Bart, muss ich sagen, überhaupt nicht juckt. Und er soll weicher werden, angenehmer. Meiner ist jetzt ein bisschen hart, ein bisschen spröde die ganze Zeit schon. Machen wir noch ein bisschen für unten. So. Weil hier unten wächst mein Bart gerade wieder neu nach. Ist mal ein bisschen was anderes Video. Aber viele haben halt auch Bart und gefragt, was man da machen kann. Und da ich ja Gott sei Dank einen netten Kollegen habe, der halt noch einen längeren Bart hat und mir da ein paar Tipps geben kann. Weil ich hatte vorher auch nicht so die Probleme, aber jetzt mit meinem ersten Bart zum Beispiel, mit dem zweiten jetzt hier, habe ich schon so die Probleme, dass er ein bisschen spröde ist. Ja, und nicht so schön wächst, wie er gerne soll oder wie ich es gerne hätte. So. Jetzt können wir das auch wieder zumachen. Nochmal schön eindrehen hier. So. Also es riecht sehr angenehm, muss ich sagen. Also ich habe erst gedacht, dass es ein bisschen kräftig riecht jetzt beim Auftragen, oder denn, wenn ich es drinne habe, dass es kräftig riecht. Aber gar nicht, also fühlt sich ganz gut an. Und ich merke, so gefühlt merke ich, dass er sich jetzt, dass er ein bisschen besser, nicht mehr so spröde ist. So. Ihr seht, der lässt sich dann, der ja, sieht jetzt auch hier unten nicht mehr so gut aus. Ja. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, oder? Ja, ich bin ja gerade dabei, hier unten unerwachsen zu lassen, damit er unten ein bisschen mehr Fülle kriegt. Mal gucken. Riecht eigentlich ganz gut. Und das werde ich jetzt mehrmals machen. Also man soll, hier steht drauf, täglich ein, zweimal in den Bart, ne? Und die Haut darunter einmassieren. Haben wir gemacht. Ja, das werde ich jetzt mal testen und dann werden wir mal gucken, wie sich das jetzt so in den nächsten Tagen so mit meinem Bart so weiterentwickelt, ob der jetzt sich ein bisschen besser anfühlt. Also ich finde, wenn ich jetzt so durchfasse, merke ich schon, dass da wesentlich eine Verbesserung ist. Nicht mehr so hart, so spröde, so fest sich schon ein bisschen. Es sind immer noch Barthaare, klar, es sind immer noch ein bisschen härter als normale Kopfhaare, aber ein bisschen weicher fest sich es an und nicht mehr so trocken. Ja, also es ist schon, und fühlt sich sehr angenehm an und riecht auch gut. So, das war jetzt für das Bartöl, das war nur eine kurze Vorstellung. Das werde ich jetzt am Eigentest mal die nächste Zeit testen. Ich habe auch noch ein anderes bestellt, das kommt auch noch die Tage. Da bin ich mal gespannt, wie das ist. Das werde ich euch dann auch noch vorstellen. Das gibt es alles bei bartkultur.com. Ich will immer die E sagen. Ich muss nochmal raufgucken zur Sicherheit. Bartkultur.com. Den Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr auch noch ganz andere nützliche Sachen für ein Bart, Shampoo und was es da alles gibt.
Das kann ich jetzt nicht vorführen. Ich kann jetzt kein Bartshampoo vorführen euch. Aber es gibt's da. Ja. Riecht sehr angenehm. Ja, und dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Hoffe, hat euch gefallen. Bleibt dran und erlebt, ja, wie mein Bart sich jetzt dadurch wirksam verbessern soll. Ich bin mal sehr gespannt. Ja, bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.